Oh, jetzt hat er angerufen. Uff, er hat nur gefragt, worum es heute Abend geht. Und? Nee, das ist halt das Nepalische. Also, ich habe es 10-mal erklärt innerhalb der letzten 2 Wochen, aber diese Zeiteinteilungen sind sehr, sehr anders. Mhm. Und jetzt wird er sich vorbereiten, während ich hätte mich halt vor einer Woche vorbereitet. Das klingt nach typisch Chef. Daniela Hartmanns Chef ist ein religiöser Meister. Hartmann ist in Frankreich aufgewachsen, viel herumgekommen. Als Jugendliche zieht sie nach München. Später arbeitet sie für die UNO und studiert dann den tibetanischen Buddhismus. Dabei lernt sie Tulku kennen. Er wird ihr Lehrer. Sie zieht zu ihm nach Nepal und managt heute dort seine sozialen Projekte. Die Freiheit, mich so zu entwickeln, wie ich das gerne möchte. Das ist das Wichtigste. Also diese Entwicklung, Liebe, Mitgefühl, Spiritualität, diese 3 Dinge, das ist das, wo ich mich einfach frei bewegen kann. Ein Leben ganz für den Meister, ohne Krankenversicherung, ohne eigene Kinder. Wenn sie in München ist, wohnt Daniela Hartmann bei den Eltern. Ansonsten bei dem Mönch, im Himalaya, in einem abgelegenen Tal. Ich bin 87 Jahre alt. Ich kann mir ausrechnen, wenn sie jedes Jahr einmal oder zweimal kommt, wie oft ich sie noch sehe. Das ist irgendwie für mich belastend. Aber es ist ihr Wunsch und ihr großer Wille und so muss es ja wohl sein. 6 Monate im Jahr ist sie mit Tulku auf Tour, weltweit. Der Lama unterrichtet andere Buddhisten, hält Vorträge vor Managern und sammelt so Spenden für seine Projekte daheim. Heute Abend hat die katholische Kirche zu einem interreligiösen Gespräch eingeladen. Thema: Sterbebegleitung. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Unterrichten Europäern hilft. Aber ob Christen das brauchen, das kann ich nicht beurteilen. This is a big question. I can't decide it. Tulku erzählt jetzt, was er macht, wenn er zu einem Sterbenden gerufen wird. Buddhisten glauben, dass die Seele nach dem Tod weiterzieht, sich eine neue Form sucht. Der Lama erklärt dann dem Sterbenden, was jetzt in diesen Stunden körperlich bei ihm passiert und versucht, wirre Gefühle aufzulösen. Das nimmt Sterbenden ihre Angst. Wenn wir während des Sterbens nicht entspannt sind, uns nicht wohlfühlen, dann wird dieses Gefühl auch mit ins nächste Leben genommen und hat auch einen gewissen Einfluss dann auf das nächste Leben. Parallelen zu Vorstellungen bei uns, Unterschiede werden diskutiert, dann ist der Meister müde und auch seine Übersetzerin. Immer froh, wenn es vorbei ist, dann kann ich heim und schlafen. Denn morgen wartet der nächste Termin auf Meister und Managerin.